Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sim Airport. Ich wollte mal mit einem etwas freundlicherem Bild am Anfang anfangen, deshalb mal die normale Oberfläche, beziehungsweise das Erdgeschoss mit dem ganzen Rasen, Landebahn und und. Aber das ist unsere Baustelle momentan. So wollte ich nicht unbedingt anfangen. Ist ein bisschen düsterer. Ja, wir haben unsere Ticketteilen, unsere vier Stück mit insgesamt 20 Ticketschaltern. Und als nächstes steht an, die Security neu zu machen, beziehungsweise auch damit in Verbindung die Treppen. Die Security, ich weiß nicht, ob ihr die Folgen am Stück guckt oder halt, wenn sie erscheinen. Deshalb nochmal zur Wiederholung. Also dieser, ich mach mal das Planungstool dabei auf. So wie wir das gemacht haben, mit zwei Platz dazwischen, ist die Security 14 Blöcke breit. Die kommt hier hin später. Das wird freigelassen zum Laufen. Und die vier, da sollen dann die Rolltreppen bzw. normalen Treppen hin. Und das hier wird dann der Gang Richtung, ja, da, beziehungsweise vom Ticket, von den Ticketteilen zur Sicherheit. Hier oben müssen wir das Ganze noch ein bisschen umlegen. Oben blockiert gerade nichts. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall schon mal damit anfangen, unten den Ticketbereich zu machen, beziehungsweise wir brauchen hier auch noch Fundamente. Geld haben wir genug, 1,6 Millionen. Das kaufe ich jetzt mal ein. Hier ist schon eine Wand, das ist gut so. Ich würde mich gleich von hinten anfangen, damit wir, ja, oder fast von hinten, weil wir brauchen ja auch noch unseren Schalter. Ja, wie heißt es jetzt ganz genau? Hier unsere Sicherheitsstation. Da, ja, nee, die sollten wir nach links machen. Dann können wir die für die linken, also davon dann nochmal links, können wir die einfach wieder gegenüberstellen, wie wir das hier gemacht haben. So, die bauen jetzt. Wie schaut es mit dem Sprit aus? Okay, es werden noch 32.000 geliefert, wenn ich es richtig entziffern kann. Wir haben auf jeden Fall 875.000, das ist genug. Jetzt ist die Frage, in welchen Abständen wollen wir immer die Rolltreppen machen? Sagen wir, lassen die jetzt erstmal bauen, fangen dann von links an mit der Security, machen dann erstmal vier Kandidaten. Wir sind 4 von 12. Geht denn noch mehr? Nee, oder? Nee. Achso, weil wir 12 Stück insgesamt haben. Deshalb vielleicht die 12. Und gucken dann, wie weit wir hier nach links kommen. Wir könnten ja schon mal mit den Ganzkörperscannern anfangen. Vielleicht haben wir noch welche auf Lager. Dann sparen wir ein bisschen Geld. Ja, 4 Stück haben wir auf Lager. Das passt auch perfekt. Mal gucken, wie wir das drehen. So rum. Da haben wir einen frei. Also würden die so da durchkommen. Dann brauchen wir die langen Gepäckscanner. Die gehen allerdings gerade nicht. Hier ist noch eine Wand. Das heißt, darauf müssen wir jetzt warten. Aber geht ja jetzt gerade auch ganz schnell. So, die Wände sind da. Dann können jetzt die nächsten Wände entfernt, oder die Wände können jetzt entfernt werden. Dann können wir gleich die Gepäckscanner machen. Ja, wir können mal, wie weit wir hier links rüber gehen, würde ich sagen, gucken wir mal, denn ich wollte ja hier im Erdgeschoss auf jeden Fall noch Toiletten irgendwo haben, dass die Wege da relativ klein sind. Relativ kurz. Wege sind kurz und nicht klein. Da kommen jetzt vier Leute und bringen schon mal die Pakete, okay.
Dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir das drehen. So, die Wand ist weg. Dann können wir wieder ein bisschen langsamer laufen lassen. Dann verpassen wir nicht so viel. Geld haben wir eh genug. So, zwei Platz. Und jetzt muss ich gucken wieder auf den Pfeil. Jetzt hier gehen wir eins, zweimal. Nein, das ist eins zu hoch. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal, da, genau. Aber ist auch verkehrt herum. Aber wir haben die Höhe jetzt. Können jetzt mal eben vier Stück dahin machen. Jetzt kommen noch die Ausweiskontrollen. Ja gut, dass das jetzt alles noch nicht funktionieren kann gleich, ist klar. Wir stehen gerade direkt vor der Wand. Jetzt ist die Frage, wie rum gehen die? Bräuchten... Oh, ne, wir haben 22 Uhr. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Die werden alle an der roten Lampe entlang laufen. Also könnte man hier relativ nah oder vielleicht auch direkt dran den... die Sicherheitsstation machen. Weil da ist ja kein Mitarbeiter, den wir da einengen. Nee. Dann machen wir einmal so. Einmal so. Einer ist für unten. Oder einer ist für rechts. Einer ist für links. Wie ist egal. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nicht drum herum kommen, immer so Viererblöcke zu haben. Dann könnte man jetzt überlegen, ob man denen einen eigenen Aufgang bietet. Also die Treppen werden in beide Richtungen benutzt. Die Rolltreppen gehen nach oben und nach unten. Wir brauchen eigentlich nur nach oben, weil wenn die Leute einmal durch die Security unten gegangen sind, müssen die eigentlich nicht mehr nach hier unten kommen. Und wenn ja, können sie die Treppe nehmen. Es ist die Frage, ob wir das irgendwie einheitlich machen, wo wir das alles hinsetzen. Oder eben nicht, weil wir müssen ja auch gucken, dass wir oben ein bisschen Platz haben für die Gäste, dass die da gut durchkommen. Ich setze das einfach mal. Hier können wir ja, glaube ich, relativ schnell noch variieren. Und die Treppen haben wir. Gut, jetzt sind die gleich im Weg, falls wir nochmal eine Linie machen wollen. Aber es passt auch ganz gut, dass wir gerade Nacht haben. Dann könnten wir jetzt sogar vielleicht gucken, dass wir in der Nacht es schaffen, die Security komplett hier unten nur noch zu haben, dass die erstmal wegkommt. Deshalb mache ich hier gerade nochmal Fundament, dass die Leute dann da oben herlaufen können. Ja, das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Die müssen, denke ich mal, erst geliefert werden. Das möchte ich noch nicht zuordnen. Nicht, dass gleich schon die ersten Gäste kommen und wir sind noch nicht so weit. Uns fehlen... Ja, mal gucken, ob wir es... Ich hoffe mal, wir schaffen das, weil sonst muss ich gleich Leute einstellen und wieder entlassen. Oder es fehlen woanders... Ne, Sicherheitsleute haben wir ja hier alle im Blick. Das mit dem Fundamenten ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass wir am längsten dauern. So, die können dann weg. Ach, jetzt haben die... Ach, ich wollte gerade sagen, die haben sich jetzt eingesperrt, aber das gibt's ja Gott sei Dank hier nicht. Okay, kann ich... Oh, jetzt kann ich es löschen. Die Planung lasse ich erstmal noch da. So, das dürft ihr jetzt entfernen. Perfekt. So, jetzt ist die Frage, wie viel Platz lasse ich bei den Gepäckscannern? Die laufen ja jetzt alle rechts her. Ja, das können wir, glaube ich, relativ nah machen. Dann können die Gäste halt einmal auf dem Monitor drauf schauen, aber
Das ist egal, dann sparen wir einmal Platz. Jetzt haben wir vier Stück, die werden rechts angeschlossen und jetzt könnten wir eigentlich noch, wie spät haben wir denn? 0 Uhr. Reichen 8? Ne, wir machen jetzt direkt 12. So, die vier werden dann, die brauchen dann wieder einen eigenen Scanner oder so eine Sicherheitsstation. Ja, jetzt brauchen wir natürlich wieder die ID-Checks und die Ganzkörperscanner. So, auch die sind da. Gut, da werden gleich einige Fehlermeldungen kommen, weil es alles nicht im Sicherheitsbereich ist. Jetzt könnten wir auf jeden Fall, um zu gucken, wie es funktioniert, um später auf der sicheren Seite zu sein, hier eine Wand hinziehen, dass die Leute nur oben herlaufen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt schon mal die neue Sicherheitszone. Das wird dann das Ganze hier. Ich könnte mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass wir 16 Stück unten hin machen. Das müsste funktionieren. Also hier passen locker nochmal oder nochmal vier Sachen hin, vier Linien. Nur die Leute gehen jetzt rüber. Der Sicherheitsbereich hat allerdings noch eine Fehlermeldung, weil die Geräte noch nicht zugeordnet sind. Sind die schon gebaut? Ja, teilweise. Dann warte ich da mal ganz kurz. Die Linien müssen gleich auch noch gemacht werden. Achso, Sektor kann nicht hinter Sektor sein. Also kommt der jetzt weg. Jetzt will ich mal gucken, ob es. Verkaufen wir das jetzt? Ja, unser Lager ist auch relativ voll. Was haben wir denn so im Lager? Viele Pflanzen und Bänke. Was ist denn da drin, was so teuer ist? Ach, Rolltreppen und. Ah. Ja, wenn das Lager voll ist, ist es voll. Dann müssen wir, gucke ich dann nochmal. Ja, jetzt müssen die Sachen auf jeden Fall schnell demontiert werden. Das wird natürlich jetzt eine nette Arbeit. Deshalb demontiere ich erstmal die ganzen Sachen jetzt, wo Leute dran sitzen. Ja, gut. Die Wand muss gebaut werden. Deshalb die Fehlermeldung. Weil die Leute könnten noch hierher laufen. Wie spät haben wir? 2 Uhr. Das kriegen wir hoffentlich hin mit der Wand. Lieferst du das zufällig? Ne, du machst noch einen Gepäckscanner. So. Die Sachen kommen alle weg. Ja, ich habe. Ja, wir hätten es, glaube ich, jetzt alles auf einmal verkaufen können, aber die Sachen werden wir noch brauchen. Ja, wir kriegen dann 32 Linien hin. Das sollte auf jeden Fall auch für die großen Gates reichen. Unten 16, oben 16. Und wir haben dann sogar noch Platz. Ich denke mal, wir werden irgendwo hier rauskommen. Das finde ich schon mal auf jeden Fall gut, dass wir. Oder dass das so auf jeden Fall funktioniert, dass wir so ein bisschen was dazu gewinnen. So, jetzt müssen noch die drei Sachen hier demontiert werden, damit die Mitarbeiter ihren Platz wechseln. Hier unten fehlen nämlich welche. Hier fehlt jetzt auch noch die Wand. Du bist zugeordnet. Dann machen wir das Ganze jetzt für die unterschiedlichen Linien hier. Haben wir da schon mal ein bisschen Ordnung. Dich weisen wir jetzt. Zuordnen. Ach, das geht noch nicht, weil die gebaut worden ist. Da fehlt noch der Sicherheitsbereich drunter. Das wird hier oben gleich auch für eine Fehlermeldung sorgen.
So, jetzt kommen die Mitarbeiter so langsam rüber. Das ist schon mal gut. Vier funktionierende Linien haben wir. Ah, jetzt kann ich hier nämlich auch zuordnen. So, vier Stück zugeordnet. Oder gehen auch mehr? Jetzt haben wir wieder 4 von 12. Vielleicht gehen auch mehr, wenn die näher dran sind. Weil jetzt hätte ich hier auch gerade noch die. Oder mal gucken, was hier. Jetzt müsste 5 von 12 stehen. Na, dann war das hier vorhin mit der Distanz das nicht. Obwohl, hier müsste doch dieselbe Distanz gewesen sein. Also egal, ich mache jetzt 4 Stück pro und dann reicht das hoffentlich. So, die sind zugeordnet. Das sieht natürlich jetzt aus wie auf einer Baustelle, aber ist okay. Gut, da fehlt jetzt noch das Personal. Dann sind da auch die Fehlermeldungen weg. Hier unten fehlt wieder die Zone, genauso wie oben. Gut, da fehlt jetzt Personal, aber gut, das wird sich jetzt alles hoffentlich gleich. Das wird gleich passieren. Ja, da geht jetzt einer hin. So, jetzt kann ich hier die, oder jetzt werde ich hier eben die Linien machen. Habe ich den vergessen zuzuordnen? Gucke ich gleich mal. Ne, jetzt hat das auch gemerkt, dass da Personal ist. So, jetzt müsste ich alle Linien haben. Keine Fehlermeldung. Überall sind Personen. Die Gäste sind noch nicht da. Ja gut, die ganzen Sachen müssen jetzt auch weg. Genauso wie die Warteschlangen. Ich werde jetzt erstmal nur die wegmachen, die hier gleich im Weg sein könnten. So, die sind gleich weg. Dann kommen die Leute hier hoch, gehen dann dahin. Ja, der Sicherheitsbereich. Ja, oder machen wir noch unten 4 Stück hin. Auf jeden Fall brauchen wir ja noch mehr Möglichkeiten, dass unsere Gäste nach oben kommen. Das ist die Frage, wo wir das hinmachen. Hier habe ich extra so viel Platz gelassen. Wenn wir das synchron machen wollen, kommen wir uns hier irgendwo, stehen wir hier uns irgendwo gegenüber. Das muss auch nicht sein. Ich denke mal, es dürfte gar nicht gehen. So, wir brauchen jetzt eine Rolltreppe nach oben. Wenn wir das auf der Höhe machen, haben wir oben viel Platz. Wenn wir das so machen und das wieder synchron auf der anderen Seite machen würden, dann hätten wir oben einen Gang von 5 Breite. Ah, jetzt habe ich die falsch gesetzt. Ich weiß gar nicht, was zuerst kommt. Ob erstmal die Treppen kommen oder erstmal die Rolltreppen kommen. Ich habe mich jetzt mal für die Treppen entschieden. Dann müssten... Das können wir auch eben auch mit dem Planungstool machen. So, hier sind 8 Platz. Das wäre dann dort. Dann haben wir gleich alle Wege nach oben schon mal fertig. Rolltreppe nach oben ist dann hier. Treppe nach oben ist da. Jetzt können wir die Planung gerne wieder zurück machen in lila. Gut, die Treppen werden sogar schon benutzt, wenn, wenn sie noch gar nicht gebaut sind. Das ist natürlich auch sehr gut. Jetzt haben wir oben einen Gang von 5. Wie sieht das aus? Wo kommen wir ungefähr raus? Hier. Das ist natürlich auch nicht schlecht.
Ja, man, oder man hätte die oder gegenüber machen und dann immer so ein Vierer nach oben. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Jetzt können wir uns ja noch mal ganz kurz für die Seite hier anschauen. Wir haben insgesamt eine Länge von 24. Davon ziehen wir 4 ab für den Weg in der Mitte. Sind wir bei. Ne, ich muss. Ah, ja. Dann sind wir bei 20. Ne, es müssten 7 sein. Dann kommen die 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann haben wir einen Weg von 4. Ja, doch, passt. Ja. Ja, 24 minus 4, die wir haben wollen. Minus 6 die Rolltreppen. Macht 14 durch 2 von jeder Seite, ja. Dann hätten wir so den Gang. Ja, haben wir zwei Optionen. Ich würde sagen, lassen wir jetzt erstmal. Jetzt kommt der Tag. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge eben den Sicherheitsbereich fertig, dass wir hier noch 4 Linien hinmachen. Okay, jetzt ist natürlich ärgerlich, wenn die nach da oben laufen. Für die Tickethalle. Deshalb wäre es vielleicht gut, wenn wir die eine Seite jetzt fertig bekommen. Ja, wir werden in der nächsten Folge dann hier noch 4 Sicherheitslinien hinmachen. Am besten auch direkt mit dem Boden versehen. Zumindest schon mal den Security-Bereich. Hier unten könnte jetzt sein, dass wir noch was ändern. Ich guck mal, ob ich die beibehalte. Ich mache mir mal Gedanken. Ah. Ich glaube, so ist besser, wenn wir dann feste Wege haben. Wenn wir das nochmal einmal umändern. Ja, aber nächste Folge erstmal Security-Bereich, Boden reinlegen, damit die schneller laufen. Und ja, hier ist ja doch schon einiges jetzt los. Jetzt füllt sich langsam alles, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, ciao.